Oh mein Gott, Freunde, wir werden heute ein neues Brawl Pass Season 4 Opening Battle machen. Wir werden uns den gesamten Brawl Pass eben gönnen, alle Stufen und schauen, wer wird mehr daraus ziehen. Let's go. Gold! Was? Bei mir gewinnt Supercell gerade auch nicht glücklich. Ah, was? Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind hier mit Kevin am Start. Moin Moin. Hallo, na? Genau, Freunde. Und zwar wird es heute ein richtig, richtig krasses Brawl Pass Opening Battle geben. Ja, gestern ist die neue Brawl Pass Saison, Saison 4 Urlaubstrip eben rausgekommen, Freunde. Und ich dachte mir, wäre mal mega, mega witzig, wenn wir uns mal den kompletten Brawl Pass eben gönnen beide und schauen, wer wird mehr Luck daraus haben, wer wird mehr ziehen, wir werden alles abholen, Leute. Wird auf jeden Fall mega, mega nice. Ihr seht jetzt auch noch hier die Punkteliste eben eingeblendet, Leute. Beispielsweise, ja, ein Punkt für den seltenen oder auch bis hin 10 Punkte zu einem legendären. Genau, Lou werden wir wahrscheinlich abholen, aber wir müssen jetzt bedenken, dass Surge auch episch ist. Zum Beispiel Surge gibt 3 Punkte jetzt und Colette eben 5 Punkte. Das heißt, ne, merkt euch das. Und auch für die verbleibenden Anzahlen gibt es hier natürlich auch Punkte. Vielleicht schaffen wir heute 12 verbleibende Gegenstände, Kaffer. Und ja, ich würde mal sagen, genau, wir starten gleich rein. Vorher nochmal, Leute, würde mich mega freuen, wenn ihr euch auch den Brawl Pass gönnt, wenn ihr das mit meinem Creator-Code macht, natürlich. Wäre mega Ehre mit Creator-Code Lukas, Leute. Ihr wisst, ist kostenloser Support. Ja, Mann, da würde ich sagen, ich muss noch James aufladen, fällt mir gerade auf. Und Freunde, nochmal ganz, ganz wichtig, am 28.11. um 14 Uhr auf dermerch.de kommt das neue Der Nita Weihnachtspaket raus. Richtig, richtig nice, Freunde. Es wird auf jeden Fall ultra krass, limitiert auf 2000 Stück, Leute. Es gibt T-Shirt- und Hoodie-Pakete, seid schnell, wenn ihr was bekommen wollt. Es gibt in jedem Paket eine handsignierte Autogrammkarte von Clash Games und mir. Dann natürlich noch eine Hashtag der Winter Aluminium Trinkflasche. Richtig krass, hochwertig, auch perfekt für die Schule geeignet. Die ist einfach mal doppelt so groß wie die Trinkflasche, die wir schon mal im März hatten, Leute. Ist einfach eine mega nice Sache. Und Kevin, natürlich gibt es wieder ein goldenes Ticket, ne? Ja, das letzte, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil der letzte Merch so gut ankam und auch ziemlich, ziemlich schnell ausverkauft war, haben wir uns einfach mal gedacht, yo, für Weihnachten und als kleine Entschädigung dafür, dass beim letzten Mal so ein paar Probleme aufgetreten sind, gibt es noch ein allerletztes goldenes Ticket. Wenn du das goldene Ticket bei dir in deinem Paket findest, das ist bei den ersten 2000 Bestellungen, also bei den 2000 Paketen gibt es ein goldenes Ticket. Dann hast du damit ein privates Megabox Open Battle mit Lukas und mir gewonnen. Wir kommen persönlich zu dir nach Hause, nehmen ein Open Battle auf unser Nacken mit dir auf. Also richtig geil, deswegen gönnt euch den Merch, es lohnt sich. Okay Freunde, dann würde ich sagen, aktivieren wir mal gleichzeitig den Brawl Pass plus 10 Stufen. Könnt ihr hier schon mal draufdrücken einmal und dann bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go! Oh go! Mein Let's Gott, Alter. Go! Okay, Kevin, lass mal so ein Rennen machen, wer zuerst die ganzen 70 Stufen durchgejammt hat, okay? Ja, okay, kriege ich Vorsprung? Nee, würde ich jetzt einfach nicht sagen. Also, 3, 2, 1 und go! Wo bist du, welcher Stufe? 55. Du? Ich bin durch. Nee. Doch. Nee. 50, let's go. Digga, wie schnell warst du, als du so gesagt hast, du bist auf 55, war ich noch 33. Junge. Das war auf jeden Fall, ich glaube, auch mein neuer Rekord. Wie kannst du das denn so schnell durchtippen? Hä, halt immer so mit zwei Fingern so. Bim, bim, bim. Ja, mach ich doch auch mit meinen beiden Daumen. Und trotzdem bin ich so nicht so schnell. Oh Mann, ja. Bei mir geht's nicht schneller als das Tempo. Naja, ja, das ist wie beim Schokocroissant immer morgens. So, Freunde, starten wir aber erstmal mit dem Highlight natürlich auf jedem neuen Account. Mit der Nita. Ja, Mann, Alter. Hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal die der Nita-Mütze am Start, Freunde. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und... Ja, Mann, let's go! Go, ja, nice. Mehr braucht man eigentlich im Brawl Stars nicht. So. Das stimmt, das stimmt. So, Freunde, würde ich sagen... ja, dann, genau, die vorgegebenen Brawler können wir einfach mal ziehen. Fangen wir einfach mal damit an, mit den Big und Brawlboxen. Sollen wir mit deinem Mike nicht ein? Ach doch, ja, können wir eh machen, stimmt. Dann würde ich sagen, Leute, kommen wir zu Page Mike in 3, 2, 1 und go!
Junge, Alter, Döner-Mike mit 0 Pokalen bekommen. Neuer Glitch, Fragezeichen. Nee, Spaß. Alter, das aber ist krass. Ist auf jeden Fall trotzdem krass, ne? So. Ja. Jeder, also jeder, der es den Brawl Pass gönnt, egal wie viele Pokale, bekommt Döner Mike. Okay, dann würde ich sagen, vorgegebene Brawler können wir ja mal ziehen. Und nochmal die Super Saiyajin. Okay. Ah, lol, ich auch. Nice. Gibt einen Punkt, Freunde, ihr wisst es natürlich. Und bin mal sehr, sehr gespannt, ob der neue Brawl Pass gönnen wird. Ob er vielleicht sogar mehr gönnt als der alte. Man weiß es natürlich nicht. Freue mich auf das Pin-Paket. Genau, das machen wir auch nochmal am Schluss. Ja, Mann. Und die Boxerin habe ich als nächstes. Ich hab mich selber. Nice, okay. Ich glaube bei Stufe, bei dem alten warst du bei Stufe 25 die Big Box oder so. Da war dann der super seltene drin. Wenn man die so öffnet, die Boxen wie ich jetzt. Aber kann sein, dass ich mich da auch irre. Ah ne, ich hab mich nicht geirrt, okay. Immer noch bei Stufe 25? Ja, genau. Hä? Bei mir nicht. Lol? Hast du eine Megabox auszusehen geöffnet? Nee, bei Stufe 19, aber ich hab auch die Boxen da oben geöffnet. Ach so, geöffnet. Ja, ich nicht. Ach so. Okay, ich hab auch Darrell. Ah, okay. Nice, okay, nice. Dann sammeln wir jetzt das Gold ein, ne? Genau, Leute, dann graden wir mal die ganzen Brawler ab, sammeln die Münzen ein und so weiter und sehen uns dann. So, Freunde, wir haben jetzt einen perfekt vorbereiteten Account natürlich hier für, ja, 10 verbleibende Gegenstände, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal rein als erstes mit der ersten Megabox. Bist du ready, Kevin? Ja, ja. Okay, dann let's go, würde ich sagen, das Battle startet. In 3, 2, 1, go. Hier verbleiben, da habe ich als erstes, okay? Das war's auch ja komplett bei mir. Mm. Ich habe keinen neuen Brawler, aber 5. Okay. Okay, jetzt nochmal, jetzt kannst du nochmal genau runterzählen. 3, 2, 1, go. 5. 4. Okay. Hm. Ja, auch nichts, okay. Und go. 6 verbleiben, ne? 5. Okay. Schauen wir mal, was wir haben, Freunde, let's go. Hä? Und ich hab wieder nichts. Kevin, okay. Kann man mal machen. Was ist los, Kevin? Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Ja, vielleicht könnte der neue Brawl Pass nicht so. Nee, aber bei dir auch noch nicht so ganz. Mal schauen. 6 verbleiben wieder. Okay. 7! Oh, nice. Okay. Let's go. Das gibt auch 2 Punkte, Freunde, 7 verbleibende. LOL! LOL! Two Broly! Okay, nice. 3, 2, 1, go! Boxer und Boxerin, okay. Ich hatte das Pärchen in meiner Box. Ja, das stimmt. Dann mach die nächste Megabox und go. 7. Okay. 5. Hm. Kann man mal machen, kann man mal machen. Tara. Und. Lol. Ah, ich habe auch einen bei 5. Ich habe einmal ein Gadget und 3, 2, 1. Okay, Karl die Kloschüssel. Okay. Aber ich habe Ehrentatzen gezogen. Nice, nice. Ja, bisher gönnt er jetzt nicht wirklich, muss man sagen. 3, 2, 1 und go. Und gönn. 5. Bin echt ein bisschen enttäuscht von dem Brawl Pass bisher. Ja, same, same. Okay, Leute, weiter geht's und 48 go. Und go. 4? Hä? Ich auch nur 5. Das ergibt gar keinen Sinn. Und go, die nächste. 5 verbleibende. 7! Okay. Kann man machen, kann man machen. Einmal ein Gadget und hast du. Gadget und noch ein Gadget. Oh wow. Und hey, warte. Ich 5 noch verbleibende. 2 Megaboxen. Lol, ich hab bei 5 den lol ersten Brawler gezogen. Okay, krass. Der erste Brawler ist einfach mal Rico, Leute. Digga. Letzte Megabox, WTF. Nochmal 6. Und Gadget. Rumkreisen. Oh mein Gott. Okay, war das bei dir auch die letzte jetzt, ne? Ja. 3, 2, 1, go. 5. 6. Oh mein Gott, was? Gold! Was? Hä? Hey, als ob du ihn ziehst, Digga! Was? In der letzten Box, ich hab mich gerade gewundert, was das für eine Animation. Ja, ich auch, Digga. Ich dachte, er ist Spike oder so. Ja, Junge. Ich auch. Was? Junge, in der letzten Box. In der letzten Box sehe ich einfach nur LOL. Digga, es gibt 10 Punkte. Ja, das ist schon heftig. Das ist sehr krass. Aber Kevin, ich ziehe auf jeden Fall schnell nach. Was machen wir denn jetzt auf? Ach so, willst du jetzt ganz low Lou einfach einsammeln? LOL! LOL! Nice one, okay Leute, aber es gibt natürlich keine Punkte, das ist klar, ne? Ja, ja, genau. Und genau, komm, ich würde sagen, wir haben ja noch ein paar extra Gems, die machen wir ganz schnell in Megaboxen noch und dann öffnen wir einfach die restlichen Boxen nochmal. 5 verbleibende mal wieder, Digga, das kann echt nicht wahr sein. 7!
Let's go. Oh, lol. Mhm. Okay. Soll ich weiter machen erstmal? 6. Nice. Okay. Einmal Gadget für der Nita und go. Und Gold, Genie! Hä? Jawoll! Hey, warte mal. Ich hab. Lol, das sieht ein bisschen random aus. Ich hab einen super seltenen. Hä? Nee, warte mal, nee. Ich hab zwei super seltene. Und dann Genie und Lou. Ja, wow. Das ergibt gar keinen Sinn, Alter. So, 5 verbleibende. Digga, ich hab so viel Pech, aber auch aus den Megaboxen. 6 verbleibende. Und. Ich hab auch 6, warte. Oh, okay. 3, 2, 1, gönn. LOL! Alter! Okay, krass. Jetzt haben wir, glaube ich, 1-1 die gleichen Brawler gezogen, wenn man jetzt du bei dir. Ja, gezogen, so in Anführungszeichen, das stimmt. Uff, okay, noch 2 Big Boxen kann ich mir extra kaufen hier. Einmal 3 verbleiben, logischerweise. Und. Ich kann mir noch eine Megabox kaufen. Okay, gönn dir. LOL! Hä, was? Digga. Als ob man dir die Big Box auch gönnt hier. Ah, nee, das war nicht gerade eine Big Box, das war eine Mega Box. Okay, ja, aber trotzdem lucky. Das, oh lol, ich hatte nochmal was bei einer Big Box. Ja, krass. Falsches Fell. Okay, aber wir haben ja noch einige Sachen hier im Brawl Pass am Start natürlich. Okay, von daher würde ich sagen, let's go. Upgrades müssen wir. Lass mal ein Pin-Paket machen, oder? Ja, okay, komm. Okay, wer was Besseres sieht, ist cool. Ja, wir können ja auch, wir können ja auch nach den Brawlern hier die Punkte vergeben sogar beim Pin-Paket. Ja, was? Wie? Also zum Beispiel der Boxer-Pin gibt einen Punkt. Ein Loop-Pin gibt 10 Punkte. Aber wir können doch keinen Loop-Pin ziehen. Aber jetzt, ich glaube, wir können keinen Loop-Pin ziehen. Nur als Beispiel halt, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, komm. 3, 2, 1, go. Und. Oh, lol! Lol! Oh mein Gott. Doppelmord ist einmal Bali. Ja, gut, das gibt dann 11 Punkte, würde ich mal sagen, ne? Aber ich habe das beste Gadget hier. Wobei es ist nicht das beste, weil die Anita ist traurig. Das ist das schlechteste Anita-Gadget. Ja, aber Gadget. Es ist aber ein nicer Pin, um nochmal so die Gegner ein bisschen zu triggern am Ende. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Die Gegner ein bisschen zu ärgern. Okay, Freunde, das soll ja auch spannend bleiben hier. Das heißt, das hat nochmal mir ordentlich was gebracht. Dann let's go mit den Big Boxen und so weiter. Bin mal gespannt. Die gönnen ja auch oft noch im Brawl Pass, habe ich immer den Eindruck. Ah, ich hab was. Ah, okay. Toll, Penny. Ah, okay. Kann man mal machen, Leute. Dann würde ich sagen, ich gönne mir mal die Big Box. Ich hab ja auch was. Und. Okay, den ersten Brawler Rico. Kann man mal machen. Soll ich auch mal Lou jetzt einsammeln? Was krieg ich denn dafür? Eine Big Box. Eine Big Box, ja. So, einmal noch Pin. Kannst du dir alles einfach abholen dann auch. Oh, ich hab wieder was. Und. Ja. Ein Gadget, okay. So, aus der Brawlbox leider auch nichts, okay. Ich hab was. Ich hab Pam! Lol. Gönn dir. Ich hab ein Gadget. Nice. Aber Ehrentatzen dafür. Okay. Aber wir haben echt noch einige Mythische sogar gezogen, muss man ja sagen. Oh. Digga, das sind auch echt so viele Boxen, ne? Das ist unfassbar. Von mir gönnt es fast länger auch nicht. Was? Digga, erschreck dich nicht so! LOL! Aus der Big Box, Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was geht ab, Digga? Junge, let's go, Mann! Einfach mal Spike aus der Big Box. Komplett random, Digga. Junge, wie du rumgebrüllt hast, ey. Junge. Vor allem, du sagst nicht so, oh, ich hab einen neuen Brawler, sondern du brüllst einfach rum. Ja, ich hab die so schnell durchgedrückt, ich war so komplett verwirrt, Alter. Ja, ich auch. Okay, nice. Ich hab jetzt nur noch Pin-Paket und König Lou. Nice, ja, das Pin-Paket machen wir wieder zusammen auf. Ja, ja, und König Lou auch. Oh lol, ich hab Karl. Toll. Da freut sich der Ali wieder, wenn er ins Ohr geschrieben bekommt. Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, Leute, dieselben Regeln gelten auch beim Pin-Paket. Ich sollte jetzt wahrscheinlich schon ganz gut vorne liegen, aber mit Spike, ich weiß nicht. Okay. Und 3, 2, 1. 3, 1, go! Oh, ja? Oh, lol, du hast einen Spike-Pin. Ja, Mann, Spike-Pin ist am Start. Ja, okay, RIP. Und dann würde ich sagen, Leute, kommen wir zu König Lou. Das Highlight, würde ich sagen, vom Brawl Pass nach dem Brawler natürlich an sich. In 3, 2, 1 und go! Hä? Alter. Was ist das für ein Brawler? Lol. Guck mal, Kevin, der hat auch so einen goldenen Kopf von dir einfach mal am Start. Ja, das bin ich als Brawler in Brawl Stars. Ich wünschte, es gäbe noch so einen König Lou Kevin Edition Skin. Dann hat er noch so ein Headset, weißt du, auf diesem Ei so drauf.
Meine Stadt der Krone, oder wie? ich meine, der hat doch dieses goldene Ei. Ach, du meinst das, was du in der Hand hast? Ja, Ach so. Ja, stell dir vor, sein Kopf sieht auch ein bisschen aus wie ein Ei. Ja, stimmt. Aber wie so ein dickes Ei halt eher, ne? Ja, Freunde, Alter, am Anfang hat es gar nicht gegönnt, am Ende ultra krass. Also, muss echt sagen, war ein heftiges Opening Battle vom neuen Brawl Pass. Und ja, lasst unbedingt ein Like da, checkt Kevin ab, gönnt euch den Merch, Leute, und damit ciao. Ciao.